Frau Bundesrätin Amherd, ihr habt heute oben zwei Athletinnen geehrt, die die Universiade gewonnen haben. Also sie haben Spitzenleistungen im Studium, aber auch im Sport geleistet. Was bedeutet das? Also das ist etwas ganz Besonderes, wenn man in zwei Gebieten stark ist, wenn man es schafft, ein Studium zu absolvieren, erfolgreich, und daneben nachher im Sport euch solche Leistungen zu bringen. Das, glaube ich, kann man nicht genug wertschätzen, wenn man sieht, was die Leute für ein Engagement haben und wie die sich einsetzen. Im Januar 2021 findet in Zentralschweiz, in Luzern, zum ersten Mal seit 60 Jahren die Winter Universiade statt. Das ist der grösste Multisport-Event nach den Olympischen Spielen. Was bedeutet das für die Schweiz? Also das ist für die Schweiz eine riesige Chance, sich zu präsentieren im internationalen Rahmen. Das ist ein Schaufenster für unser Land. Wir können zeigen, dass wir gute Organisatoren sind, dass wir ein sicheres Land sind und dass wir euch eine gute Ambiance für die Sportlerinnen und Sportler bieten können. Eines der Vermächtnisthemen, das eigentlich die Winteruniversiade hinterlassen soll, ist unter anderem auch, dass Spitzensportler in der Schweiz Studium und Spitzensport besser vereinbaren können. Was bedeutet das für den Sport, aber auch für die Gesellschaft, die duale Karriere? Das ist für mich ganz entscheidend. So können die Leute sich eine berufliche Basis schaffen, können eine gute Ausbildung machen und Unternehmen um Sport stark sein. Und ich denke, das sind Vorbilder für einen Haufen Kinder, für junge Leute, die sehen, was man eigentlich alles leisten kann, wenn man sich entsprechend einsetzt. Für mich ist das eine ideale Kombination. Und wenn man da Unterstützung bieten kann, dass die Vereinbarkeit eben gegeben ist, ist das ein grosser Wert. Letzte Frage. Wir werden mit einem grossen Team vor Ort sein, hoffentlich das grösste, was je hatte. Was wünscht ihr am Team Schweiz auf dem Weg jetzt oder an dem Spiel selber? Ja, selbstverständlich jetzt gute Trainingsbedingungen, gute Trainingszeit bis dahin, in einem Wettkampf viel Erfolg. Es ist sehr schön, wenn man im eigenen Land gewinnen kann, so einen Wettkampf. Das wünsche ich unseren Athletinnen und Athletinnen selbstverständlich. Und ich werde euch entsprechend die Tüme drücken. Herzlichen Dank, merci vielmals.